whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute Teil 3 der Cahn-Moore-Serie, Serie Nummer 2. Hier blende ich Ihnen mal den Eingangspunkt zur ersten Serie ein und dann blende ich Ihnen die Whiskys, die ich bisher unter diesen Vieren probiert habe, noch einen, darunter einen Glenmorray mit 17 Jahren und einen Glen Elgin mit 17 Jahren. Und heute kommen wir zum Milton Duff mit 18 Jahren. 18 Jahre ist irgendwie so der Ritterschlag für einen Single Malt Whisky. Ab da sieht man so einen Whisky als richtig alt an. Und der Milton Duff ist eigentlich mit so einer Halb-Originalabfüllung bei Garnon McPhail eigentlich nur am Markt. Da blende ich mal das Video zu ein. Es gab Sonderabfüllungen auf anderen Brennblasen. Das war ein Experiment bei Milton Duff. Milton Duff ist ein Riesending. Eine Riesenbrennerei in der Speyside. Und da hat man dann Experimente gemacht mit, ich glaube, das waren Lomond Stills, mit Pot Stills, die am Hals oben gekühlt waren. Hat man eine Zeit lang gemacht, um da einen milderen, weicheren Whisky rauszubekommen. Hat man dann aber irgendwann eingestellt, sodass also diese Sonderwhiskys von Milton Duff, die nannten sich damals Mostaui, dass es die also vergleichsweise selten gibt. Ich weiß nicht, ob ich schon einen probiert habe. Wenn ja, blende ich Ihnen das Video ein, aber ich vermute mal, die Flaschen sind so selten und schon so teuer, die lasse ich also dann den Sammlern und den Spezialisten und probiere sie hier nicht einfach kommerziell weg. Damit also jetzt einen normalen Milton Duff, wie man das so normal nennen darf. Denn Milton Duff ist also jetzt nicht für die große Sherry-Fass-Lagerung berühmt, sondern hier diese zwei Hogsheads, die hier miteinander abgefüllt wurden, 506 Flaschen, 1994 gebrannt, 2013 abgefüllt, dürften vergleichsweise typisch für Milton Duff sein. Eher, da sie stark für die Blendindustrie arbeiten. Ich glaube, die haben da ein Schulungszentrum für Allied gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, die müssten jetzt an Pernod Ricard gefallen sein oder so, als Allied Distillers dann zerschlagen wurde. Bin mir aber nicht sicher, da hatten die ja so ein Schulungszentrum und von diesem Milton Duff dürfte eine ganze Menge damals, vielleicht auch heute noch, in den Teachers Highland Cream hineingewandert sein. Kann ich noch was sagen? Milton Duff vergleichsweise alt, steht jetzt hier nicht drauf. War früher eine Mühle. Eigene Wasserversorgung liegt an so einem Flüsschen. Alte Mühlsteine liegen da noch rum. Ja. Aber wie gesagt, großes Ding. Industrie. Nicht kleckern, klotzen. So sind also diese zwei einzelnen Abkühlen. Oh Gott, peinlich. Der alte von gerade ist noch da drin. Und jetzt muss ich den vorher noch ausspülen. Sonst habe ich da ja den Rest drin. Ja. Fette Fehler gemacht. Ja, wie ich meine Gläser ausspüle, habe ich hier ein Video zugedreht. Das ist also jetzt durchaus typisch, durchaus normal. Denn mit dem Ausspülen mit Wasser kriegt man also 99,99% des Whiskys da raus. Und jetzt schenke ich mal ein bisschen üppiger ein, damit wenn da noch ein Tropfen oder ein Vierteltropfen von dem vorigen Whisky drin war, dass sich der jetzt also dann hübsch da in den Hintergrund zurückzieht und nur noch der Milton Duff hier im Vordergrund dann meine Sinne umnebeln, benebeln, ja wie auch immer, wird. Ja, alles live. Ich habe keine Lust, hier zweimal zu drehen. Wenn ich eine Flasche live hier öffne, dann habe ich den Anspruch, das Ding in einem Take wirklich zu Ende zu drehen. Da möchte ich jetzt nicht absetzen und dann rausschneiden und dann mein Kopf da hin und her. Wenn mal der Strom ausfällt wegen dem Gewitter, ja, dann schneide ich mal. Hat es auch gegeben, zweimal, glaube ich. Aber ich habe mir sogar schon mal die Nase schneuzen müssen. Peinlich, ganz peinlich. Ja, alles passiert. Live, wir sind hier live. Auch wenn Sie es nicht live angucken, aber beim Drehen sind wir live. So. Aber ganz anders. Das ist so, wie wenn man früher beim großen Kaufhaus in der Kaufinger Straße in München im Winter
vom Kalten ins Warme geht und da stehen dann die Kräuterfrauen am Rand und verkaufen einem die Päckchen mit Gewürzmischung, mit Anis und all solchen Sachen. Genauso riecht es. Boah, also ein Kräuterladen. Zusammen mit, ja, mit Zuckerbonbons. Und dazu so eine Mischung aus Minze und Menthol. Ja. So wie wenn man an einem Ricard riecht. An so einem Pastis-Panneau. Aber lange nicht so betäubend und wie bei einem Panneau, sondern wirklich mehr diese Kräuter, hin und wieder mal leichtere, frische Kräuter. Und dann ein Schlag rüber zum Lakritze, zum Süßholz. Habe ich jetzt bei einem milden Duff so nicht erwartet. Nee, habe ich mir eigentlich einen leichten Speyside, fruchtigen Speyside erwartet, ne? Und nicht jetzt so einen altgereiften, kräuterstarken 18-jährigen Single Malt. Ganz kräftig zieht er den Hals lang, breitet sich im Rachen aus. Boah. Sehr viel Volumen, sehr voll. Bislang also mit Abstand der stärkste von diesen Canmore, die ich probiert habe. Jetzt kommt die Minze wieder durch. Und die Kräuter verbinden sich mit der Eiche zu einem ganz, ganz schweren Volumen. Keine Bitterkeit. Dazu sind die Refillfässer nicht mehr intensiv genug. Auch dieser Schokoladen- oder Ton nicht da. Auch nicht die dunkle Frucht, wie es den Cherry-Reifungen zu eigen ist. Nee. Aber hier wirklich vom Brennereicharakter, vom Aroma her, die Kräuter und ja, die würzige, die Kräuter unterstützen die Eiche durch die Fasslagerung. Aber diese extremen, langwierigen Abgänge mit den mit der Bitterkeit, mit Kaffee, Kakao, Schokolade, so nichts. Also da ist ja diese leichte Kräuterkeit zusammen mit der Minze, übergehend ein bisschen ins Lakritze, ist also da. Ja, sehr schön und den probiere ich auch zweimal. Ganz voller Mund. Die Eiche erst bitzelnd, prickelnd und dann auskleidend, belegend, voluminös, die Kräuter einfangend. Ja, boah, richtig voll, richtig voluminös. Und zum Schluss jetzt ein bisschen Lakritze. Ja, also wer diese Lakritze so von diesen was ist denn das? Haribo-Schnecken. Ja, oh, Reklame gemacht. Haribo-Schnecken nicht mag, also wird relativ deutlich am Ende. Also Lakritze sollten sie mögen. So, bei uns im Shop-System wird dieser Single Malt Whisky sicherlich bis 2014 durchhalten, aber im Laufe von 2014 wird er dann hochwahrscheinlich vergriffen sein. Nachfolger kann ich mir vorstellen, dass es gibt Milton Duff, sehr große Brennerei in der Blend-Industrie zu Hause. Da dürfte es ja öfter mal Fässer geben, die man dann unabhängig, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt hier abfüllen kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.